Hi Leute, weiter geht's mit Total War Pharao. Wir führen weiter Krieg gegen Tausret und ich habe mir nochmal im Detail die Zielvorgaben angeschaut. Das Problem ist, die Städte, die sie jetzt noch inne hat, das sind alles Provinzen, die zur westlichen Wüste gehören. Seht ihr das hier? Wartet. Okay, das gerade nicht. Das zählt zu Nubien. Buen. Das ist sogar ein Kulturzentrum, aber das kriegen wir auch nicht komplett unter unserer Fuchtel, weil ihr seht, da gehören zwei Gebiete an meinem Nesser, aber hier drüben sieht man es ganz gut. Das ist alles westliche Wüste und da zählen ganz, ganz viele Provinzen mit dazu und da bekommt man zwar drei Siegpunkte, aber ich glaube, das sind 8 oder 10 Provinzen und es wäre einfacher, wenn wir uns darauf konzentrieren. Wartet. Einmal hier Uas erobern. Dann hätten wir die Provinz Nordost-Nubien inne. Nee, das war's nicht. Das gibt nämlich nur einen Siegpunkt. Ja, wir müssen ein bisschen rechnen hier. Beersheba. Dann hätten wir den Sinai, beziehungsweise, wartet, das zählt mit zum Provinz Ost-Sinai. Und uns fehlt nur noch Beersheba. Ich zeig's euch. Wo war's hier? Sinai, Beersheba. Seht das? 2 Siegpunkte haben wir 96. Dann ist mir aufgefallen, ich habe mich gewundert, warum zählt denn bitteschön. Wartet, wo haben wir's hier? Raket. Kemmer und Raket zählen mit dazu, dass das uns gehören würde. Aber wisst ihr, warum das mit dazu gezählt wurde, bevor wir Shannaha zerstört haben? Das lag daran, weil wir verbündet sind mit Rakotis. Ebenso Menefer zählt ebenfalls schon mit zu uns. Und ja, deshalb braucht er das eigentlich nur noch zu besiedeln hier. Oder meinetwegen auch mit Neffer. Meinetwegen auch wir könnten es auch besiedeln. Und dann hätten wir auch nochmal 2 Punkte dazu. Und damit wären wir bei 98. Und dann bräuchten wir nur noch 2 Gebiete. 2 Punkte. Und da weiß ich noch nicht genau, wo wir die herkriegen. Ach doch, hier, Miam war es, genau. Und das dritte ist Miam. Das war ja lange Zeit ein Vasall. Ausretz oder ein Verbündeter. Hier. Diese eine Stadt. Und die grenzt direkt an uns an. Und da haben wir auch schon Truppen. Die werden wir da runterschicken. Darauf konzentrieren wir uns. Und der Krieg natürlich gegen Tausret, der wird auch fortgeführt. So, jetzt habe ich auch genügend gequatscht. Nur, dass ihr mal so einen kurzen Einblick in meine Gedanken bekommt. Da werden wir. Mit wem reden wir? Ja. Ratschen. Besser ein Lächeln am Hofe als Aufruhr. Komplotte, also uns wird keiner mehr was können, also uns jedenfalls auf keinen Fall. Wir haben viel zu viele Legitimationspunkte. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee. Außenposten geplündert in Kurkur, ja, hier unten. Diverse Gebäude wurden errichtet und Pahi hat einen neuen Rang erhalten und er ist jetzt respektvoll Stufe 1. Mein Name wird Legende sein. Stufe 1 und 2 Einheiten. Nachschub Stufe 1 und 2 Einheiten brauchen wir alles nicht. Ihr kennt das, wir müssen hier hinkommen. Löwen gleich im Zorn. Und natürlich brauchen wir das ja auch noch. Starke Aus. Nee, das war's nicht. Das ja. Nee, auch nicht. Das war's. Ja, Bewegung auf Land, aber das ist alles Zukunftsmusik. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Das brauchen wir auch. Bewegungswiederherstellung nach Gefecht, dass wir uns da auch nochmal ein Stück bewegen können. Gut, dann lokale Gottheiten brauchen wir nicht reinschauen. Hatten die mal was jetzt geändert hier? Dass da nochmal irgendwie... Nö. Bleibt dabei. Dann baumöglich. Pyramesse.
Da haben wir eine unbeschäftigte Arbeitskraft. Da müssen wir halt ein bisschen sparen. Wir machen hier ordentlich Minus. Aber wenn wir das ausgebaut haben, da sollten wir dann Plus machen an Zufriedenheit. Müssen wir halt nur warten. Und was bauen wir dann sonst noch? Ach ja, hier. Schmugglermarkt oder Chateau Farm. Aber das wird alles eine Weile dauern. Bevölkerungswachstum ist hier wirklich ein Witz. Plus 10, aber das ist halt auch nur eine einzige Provinz. Provinzregion. Provinz ist das Ganze und das ist Provinzhauptstadt. Okay, da halt nur das. Oase, Kurkur. Da warten wir mal einfach noch ab. Provinz Oase Kukur. Gibt die auch noch mal? Und was zählt das überhaupt? Das würde mich jetzt auch noch mal Konflikte interessieren. sind immer unausweichlich. Aha, heiliges ägyptisches Land. Ja, da müssten wir aber doch eigentlich auch noch ein paar Punkte, Siegpunkte dazu bekommen. Ja, hier, schaut mal. Send Hethem. Na, seht ihr, geht doch. Da brauchen wir vielleicht oben Beersheba gar nicht angreifen, also Megiddo. Da müssen wir nämlich noch eine Armee hochschicken oder eine Armee da oben ausheben. Da warten wir ab. Shedet. Drei unbeschäftigte Arbeitskräfte. Da können wir auf jeden Fall schon was ausbauen. Ja gut, eigentlich müssten wir auch noch warten hier auf auf das Hauptgebäude. 60, 120, ja, das dauert auch noch einen Moment, ehe das alles so fertig ist. Aber wir können ruhig sparen. Nubet. Ach, da können wir hier die Getreidegrube bauen. Machen wir auch. Nee, so. Vier Arbeitskräfte. In der nächsten Runde haben wir da fünf Arbeitskräfte. Da war's, sparen wir einfach. Shemenu wird auch schön weiter ausgebaut. Gibt es da noch? Nö, wir hatten da glaube ich schon das Beste gewählt. Achso, Bronze. Man Wieso haben kann wir nie hier nicht vorsichtig genug sein. das mit Bronze genommen? Weil wir machen ja. Na gut. Nahrung machen wir auch minus. Wir können das auch mit Nahrung lassen. Und hier können wir doch bestimmt noch ein schönes Gebäude bauen. Nö, können wir nicht. Also ihr wisst schon, hier oben keine Spezialgebäude. Wo wir dann vielleicht auch nochmal irgendwas Spezielles bekommen hätten. Aber ihr seht selbst, können wir nicht. Plus 2 Zufriedenheit. Ja, wie viel haben wir zusammen? Arbeitskräfte. Das bauen wir die Quartiere der Übersetzer, die Baukosten drückt es dann nach unten und das bringt auch nochmal richtig viel Zufriedenheit. Schwupps. Das war Shemenu. Vatresit. Können wir eine ganze Menge verbessern. Und da gönnen wir uns hier die Getreidegrube. Ja. Dann sparen wir uns noch den einen unbeschäftigte Arbeitskraft. Und hier werden wir drei Arbeitskräfte haben wir. Da können wir, habt ihr es kurz gesehen, hier das hier bauen. Bezirk der Steinmetze. Da sind wir durch. Beschädigte, ja. Das ist da Wir unten im leben in Süden. unruhigen Zeiten. Reparieren wir. Zwischenstation, jawohl. Und schon sind wir bei den Generälen. Stolzer Sohn Ägyptens. Muss mich erstmal wieder orientieren. Ist jetzt doch schon ein paar Tage her, wo ich hier Total War gezockt hatte. Was wollten wir denn mit dem machen? Zwei Armeen versuchen Bahiria zu erobern.
Hatten wir den hier wirklich alleine hingeschickt, um Tahit anzugreifen? Das ist halt alles westliche Wüste, das ist dieses riesengroße Territorium. Mut zählt da ebenfalls noch mit dazu. Das könnte man auch besiedeln. Ah, wie machen wir das jetzt? Fing es jetzt gerade ordentlich an zu ruckeln. Das wollen wir vermeiden. Also Miam werden wir auf jeden Fall angreifen. Und da können wir auch den General nutzen Für hier. den Ruhm des Pharaos. Und den nach Süden schicken. Wir können den ja wieder nach oben bringen. Miam soll fallen. Wir müssen allzeit wachsam bleiben. Und da muss ich auch erstmal mit Buffs versorgen. Für Ruhm und Ehre. Keine Rast. Gut, gut, gut. Warte. Uns steht ein langer Halt, Marsch Quatsch. bevor. Da warst du doch gerade. Da musst du noch hin. Wir sind den Göttern unsere Anbetung Schrein schuldig. des Aton einen Besuch abstatten. Abstatten? Sagt man das so? Ja. Stets pflichtbewusst. Wollen wir das mal machen? Dass er das Wenn jetzt ich hier Pharao bin, weise ich alle errichtet. in die Wäre zwar Schranken. ein bisschen schade, weil das alles Elite-Truppen sind. Man gibt ja dann Soldaten ab, die dann hier das kolonisieren. Aber dann hätten wir 2 Punkte mehr. Vielleicht macht es ja auch der Rakotis. Mit denen müssen wir erstmal wegmarschieren. Uns erholen. Nicht nachlassen! Dient dem rechtmäßigen Pharao. Bogenschützen? Ne. Dann müssen wir warten, bis die Truppen hier wieder Lasst euren zur Verfügung Herrscher stehen, die hinein! Spezialrekrutierungstruppen. Für den Ruhm des Pharaos! Dann werden wir uns um die zwei hier kümmern. Stolzer Sohn Ägyptens. Vom Schicksal berufen. Attacke. Die Festung bitte belagern. Es gibt kein Entkommen. Bald verhungern sie. Und ihr macht Stolzer das Sohn Gleiche Ägyptens. dort. Blutet, Stammesmann! Ihr werdet sterben! Sie können sich nicht Belagerung ewig verstecken! fortsetzen. Stolzer Sohn Ägyptens! Aktor, ja, hier im Süden. Ich hätte ganz gern 2 Armeen bei Miam. So eine kommt ja von oben, von Norden, den Nil herauf gesegelt. Und da werden wir mal mit allen hier unten zuschlagen. Ein törichter Gedanke. Das sind alles 0815 Einheiten. Mein Name wird Legende sein. Problem ist, unsere Mein Truppen Name wird Legende sein. bekommen hier halt auch richtig krassen Verschleiß, weil sie halt hier unsere Zwischenstation gekappt hat. Fürchtet mich. Mit der Armee kommen wir nicht mehr nach hier unten hin. Ach komm schon. Ich kämpfe für Ägypten. Die sollten trotzdem keine Schnitte sehen Daraus gegen wird uns hier. nichts. Auch wenn die Armeen Krieger angeschlagen Ägyptens. sind. Marschiert, Männer. Das Schicksal ruft. Sie flieht sowieso. Voran.
Ich diene Ägypten. Wir ziehen weiter. Man wird sich an mich erinnern. Du kannst uns nicht entfliehen. Da ist die chancenlos. Wir haben gerade mal 162 verloren. Da holen wir uns die Moral. Die Stärksten werden aufsteigen. Ich fürchte nichts. Wir kommen halt nicht mehr an die ran hier. Ich werde ein Vermächtnis erschaffen. Die können auch nochmal neu rekrutieren, aber so viel können die eigentlich gar nicht rekrutieren. Hoffe ich mal. Kommt. Zieht nach Süden. Krieger Ägyptens. Ihr belagert das. Hungert sie aus. Und ihr unterstützt sie. Da haben alle bewegt, bis auf ihn hier. Korrekt. Ich will die Schlacht ziehen. Mit der Armee halt jetzt bis hier hochziehen, das ist doch auch dumm. Findet ihr nicht? Akodes wird das schon machen, dann kriegen wir zwei dazu. Dann Miam. Und was war's noch? Irgendwas braucht man da noch. Also hier Akodes 2. 6 brauchen wir, 6 Siegpunkte. Dann Miam 2. Schwupsdiwups. Was war jetzt das dritte? Wie ich mir das gemerkt habe, hä? Ganz toll, Sadu. Also das hier oben wäre halt noch eine Variante, aber da müssen wir erstmal eine Armee ausheben. Miam. Ah! Sie hat auch ja auch noch. Buhen. Ist auch noch ein Kulturzentrum. Beziehungsweise Oase Kukor, genau. Und da haben wir es doch. Also die zwei Gebiete, da brauchen wir oben keine Armee rekrutieren. Und halt hier muss Rakotis das Ding mal besiedeln. Ich hoffe, er macht's. Wenn nicht, müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und mit Seti das besiedeln. Da haben wir halt dort eine einzelne Provinzregion, was soll's. Bereit für den Kampf. Trotzdem wissen wir jetzt noch nicht, was wir mit ihm hier machen. Wir könnten Korepti stehen lassen, aber das ist ein Stufe 15 General. Ich würde ganz gern mit dem weiter vorwärts marschieren. Das machen wir auch. Auch wenn es irgendwo ein bisschen schade ist, denn er ist halt hier ganz weit und breit allein auf weiter Flur. Das hält noch 4 Runden an. Das hält noch 3 Runden an. Zwischenstation. Wir bräuchten noch ein bisschen Moral. Wo kriegen wir hier? Und dann gönnen wir uns den Buff danach. Dann geht's rüber nach Tait. Vorwärts für Ägypten. Und da bleiben wir noch auf der Seite, damit wir noch Versorgung haben. Und warten einfach. So, sonst noch irgendwas vergessen? Bestrebung. Haltet 45 Siedlungen. Ach, da kriegen wir auch noch einen Siegpunkt dazu. Seht ihr mal. Am Ende haben wir dann so viele Siegpunkte. Mehr als wir eigentlich wollten. Ach, das gucke ich auch nochmal nach. Ich weiß, manche von euch wird das bestimmt nerven, dass ich halt so oft nachschaue. Aber irgendwas gab ich, hatte ich noch mit Gold gelesen. Ach, das haben wir auch schon. Beschämt die Herrscher dieser Länder mit eurem Reichtum. Belohnung 4. Volles Lager. Das haben wir. Schwelgen im Chaos hat man leider nicht bekommen. Wahrzeichen 17 von 41. Da wird es irgendwo anders noch Wahrzeichen geben. In der westlichen Wüste wird es bestimmt keine mehr geben, oder? Und wie sieht das hier aus? Das ist auch alles. Das sind keine Wahrzeichen.
Ihr wisst schon, Wahrzeichen sind halt diese großen Tempel oder diese Pyramiden, die dann auch nochmal Siegpunkte geben. Schaut mal, große Pyramide, Siegpunkte plus 4, das ist schon krass. So, genügend geschwätzt. Runde beenden, halt. Baru hat nicht zugewiesene Fertigkeitspunkte. Jetzt beenden und ich nehme meinen letzten kalten Schluck Kaffee. Die KI, oder? Eine Armee mit drei Einheiten, Hauptsache die Zwischenstation wird dann nochmal niedergemäht. Pira Messer will handeln. Er will ein bisschen Bronze haben, einmalig, und 200 Steine, dafür gibt er uns Holz. Ja, können wir machen. Wir können das Ganze ja auch beschleunigen. Pira Messe, er will ebenfalls einmalig ein bisschen Bronze und uns auch Holz geben. Können wir auch machen. Dafür will er pro Runde ein bisschen Gold haben. Soll uns recht sein. Okay, das könnte gefährlich werden. Da haben sie nochmal ein paar Armeen zusammengezogen. Hat Mayischer Sieg. Wir haben alle eine sehr hohe Moral. Unsere Moral ist jetzt niedriger als den ihre. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir das an. Machen wir nicht selber. Wir haben da noch eine zweite Armee am Start. Wir werden aber das Aufhüllen nehmen, weil wir haben auch fast 500 Soldaten verloren. Hofintrigen. Nö, lehnen wir ab. Ich schulde euch Tauschen dann nichts. nichts ein. Ihr sucht am richtigen Ort nach Freunden. Amenesse versucht uns zu erpressen. Ja, have fun, Amenesse. Da hast du keine Chance, dass das durchgeht. Soldatenveteran erhalten, Belagerung im Gange, Außenposten zerstört. Ja, Schlacht von Mefka, Katmaischer Sieg und ein paar Gebäude wurden fertiggestellt. Siedlungsverbesserung in Neninesu. Da haben wir lange genug drauf gespart hier auf Stufe 5. Nehmen wir. Außenpostenbau möglich. Wir bauen das immer wieder, Leute. Was soll's? Zwischenstation. Bau die mal. Pira Messe. Ja, da brauchen wir drei. Da müssen wir sparen auf Arbeitskräfte. Beziehungsweise wir brauchen ja erstmal das hier, damit wir ins Plus kommen mit der Zufriedenheit. Nordosten Nubien. Hedschpa. Können wir Wenn die Macht Ägyptens. königlichen Goldschmied errichten? Ja, können wir machen. In Kukur können wir auch diverse Gebäude verbessern. Wir werden aber erstmal die Steinmine hier ausbauen. Oh ne, halt, stopp, wartet mal. Habt ihr das gerade gesehen? Wir machen ja hier Minus. Dann sollten wir vielleicht auch mal noch irgendwas für die Zufriedenheit tun. Das hier steigert die Zufriedenheit. Dattelhain. Plus 1. Na dann. Shedet. Ersparen war meines Erachtens noch ein bisschen, genau. Chemenu haben wir zwei Arbeitskräfte, genau das gleiche wird auch gespart. Und Wahad Resid, da haben wir drei Arbeitskräfte zusammen. Da werden wir die Bronzeverarbeitung ein bisschen nach oben bringen. Bronzearbeitskomplex, bam. Dann sind wir schon bei den Generälen. Im Namen der Pflicht. Korepti versucht hier
einzufallen. Der Beobachtungsposten, den werden wir mal platt machen. Niederbrennen. Und dann greifen wir die Stadt an. Für den Ruhm des Pharaos. Tötet sie alle! Ergebt euch! Rambok. Das. Umkreisen. Sie aus. Für den Krieg ausgebildet. So, ihr in die Schlacht. Kümmert euch mal um die Festung. Die müssen wir zerstören, sprich niederbrennen. Wir holen uns die Moral. Ich bin zu allem imstande. Die Armee schicken wir dahin. Und hier können wir aber noch einen Fertigkeitspunkt verteilen. Für die Götter! Ziehen sich zurück, werden uns aber nicht entkommen. Folgt mir! Ihr macht Ägypten schwach! Verfolgt sie! Keinen einzigen verloren. Mhm. Können wir uns auch die 8% Moral. Ah, wartet mal, der Sitz ist irgendwie. Mein Stuhl verstellt sich manchmal. Man alleine so. Jetzt passt's. Da ist Miam, der rekrutiert. Wir holen uns aber Zen Hetem. Da gibt es nicht schon mal eine Stadtmauer ringsrum. Bereit für den Kampf. Hallo? Ja. Bereit zum Kampf. Lasst sie bluten. Chancenlos. Nächste Provinz, die jetzt uns gehört hier. Besetzt. 96 Siegpunkte. Sehr schön. Ihr erholt euch erstmal. Stärke ist Macht. Und ihr marschiert Richtung Miam. Wo immer ich gebraucht werde. Und das Ganze hier wird sofort gebaut. Somit kriegt man keinen Verschleiß hier mehr. Ich werde ein Vermächtnis erschaffen. Die Reise geht weiter. Gut, gut, gut. Seht ihr? Ich bin Ägypten. Komm, marschier dahin, was soll's. Akotis schickt hier keine Truppen hin. Aufbruch, sofort! Wir werden es gleich machen sollen. Aber naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir können sie ihm dann ja auch noch schenken, meinetwegen. Aber wir können sie auch behalten. Wir verschenken doch keine Städte! Spinnst du, Sahadum? Ihr Göttlichen erweist mir die Ehre. Die Armee schicken wir runter nach Miam. Ich liebe es, auf dem Nil zu reisen. Würde ich auch mal übelst gern. So eine Nilkreuzfahrt machen, also im realen Leben. Bestimmt schön. So, das ist der Korepti. Ja, der belagert Pamuna. Lasst sie bluten! Die Festung platt machen. Ja.
gönn uns die Moral. Glorreiche Macht. Das wird niedergebrannt. Eine Niederlage erwartet euch. Ebenso würde die Festung niederbrennen und dann müssen wir die Armee noch irgendwie erwischen. Ein Ende. Ich habe immer Erfolg. Erwisch mal noch. Blutet, Stammesmann. Holen wir uns ebenfalls die Moral. Loyal und stark. Ich glaube, das kumuliert auch alles die Moral. Also 8% immer dazu. Wir haben jetzt hier 77 Moral. Das ist schon eine ganze Menge. Bewegungspunkte halt. Der kann gleich mal um 2 steigen. Schön, schön, schön. Blutet, Stammesmann! Beobachtungsposten vielleicht noch platt machen. Im Namen der Pflicht. Und ihr werdet jetzt die Stadt da unten belagern. Wir leben in unruhigen Zeiten. Es gibt kein Entkommen. Kommt raus, ihr Feiglinge! Belagerung fortsetzen. Haben wir alle? Ihr werdet sterben! Ja, wir haben alle. Dann Runde beenden. Halt alles verfügbar. In Kukur, da haben wir zweimal Stein, einmal Nahrung. Wir gönnen uns die Nahrung, weil wir haben richtig, richtig viel Stein. Dann machen wir lieber was für die Nahrung. Da, nee, wo ist denn das? Ach, das gibt's ja gar nicht, oder wie? Tatsächlich, das gibt's gar nicht. Ja dann. Werden wir halt die Steinkosten nach oben bringen. Also die Steinproduktion oder alle Ressourcen. Ja komm, dann nehmen wir das Steinzeug. Nicht zugewiesene. Objekte. Warenregister und Rekrutierungsregister und Aktor. Für den Ruhm des Pharaos. Kann hier noch einen Titel dazu bekommen. Da können wir Löwen gleich im Zorn reinnehmen. Sehr schön. Und ein anderer war auch noch übrig. Paru. Niemals aufgeben. Aber jetzt haben wir es. Runde beenden. Fertig ist die Laube. Läuft alles, Leute. Die Folge ist zu Ende. Und ich sag mal so voraus. Oh. Will erst jetzt vielleicht doch kolonisieren. Ja, wir werden es kolonisieren und zur Not können wir sie mir schenken, wenn er es unbedingt will. Mal schauen. Ich sag mal voraus, wir bekommen es hin, dass wir in der nächsten Folge das Let's Play abschließen können. Wir brauchen im Grunde genommen nur noch Miam und halt Shana Aha. Aber das machen wir alles in aller Ruhe in der nächsten Folge. Dann noch eine kleine Abmoderation. Ihr kennt das ja von mir. Mich mehr abweisen. Und dann war's das für das Let's Play. Weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Aber hat schon eine Weile gedauert. Wir haben ja einige Let's Plays auf dem Buckel. Müssten jetzt so um die 90. Ich glaube, nächste Folge ist die 90. Folge. Ja. Ich schaue ja gerade auf meinen schlauen Zettel. Da steht 90 Folgen in der nächsten Runde. In der nächsten Folge. So, genügend gequatscht. Ich brauche jetzt noch einen Kaffee und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.